Im Märchenwald der deutschen Romantik ruhen die Wurzeln für unser heutiges Hexenbild. Alles beginnt im 19. Jahrhundert mit einem Märchen der Brüder Grimm. Gretel teilte ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging. Aber niemand kam zu den armen Kindern. Hänsel sagte zu Gretel, wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend. Aber sie gerieten immer tiefer in den Wald. Und wenn nicht bald Hilfe kam, so mussten sie verschmachten. Im Haus der Brüder Grimm in Kassel wird das Märchen von Hänsel und Gretel erstmals 1809 erzählt. Es ist anheimelnd und unheimlich zugleich. Schneewittchen ist Hänsel und Gretel weltweit das bekannteste Werk der Brüder Grimm. Die Knusperhexe ist die populärste Verkörperung des Bösen im Märchen überhaupt. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Die Alte war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Als das Märchen von Hänsel und Gretel entsteht, liegt die letzte Hinrichtung einer Hexe in Europa Jahrzehnte zurück. Die Aufklärung feiert ihren Sieg über den Hexenwahn. Nichts soll mehr an die dunklen Zeiten erinnern. Doch durch die Brüder Grimm überdauert das Bild der Hexe. Da muss man natürlich fragen, wie kommt es, dass die Hexen überhaupt ins Märchen hineingewandert sind. Das ist nur eine lange, lange Geschichte. Es gibt schon in der Antike, im antiken Orient und in Griechen gibt es Hexenvorstellungen, Hekate und so weiter. Die gibt es bei den Römern, die gibt es auch bei den Germanen, bei den noch nicht christianisierten Völkern in Mitteleuropa. Die Brüder Grimm dringen auf der Suche nach dem ursprünglichen Kern der Märchen tief in die altgermanische Gedankenwelt ein. Sie deuten die Märchenhexen als die Verteufelung heidnischer Göttinnen durch das Christentum. Bei den Germanen ist der Glaube an die wilde Jagd von Holda und ihrer nächtlichen Schar weit verbreitet. Jahrhundertelang werden nachts Schüsseln mit Mahlzeiten auf den Tisch gestellt, um sie milde zu stimmen. Diese Göttin Holda ist niemand anderer als die wolkenschüttelnde und wetterzaubernde Frau Holle in Grimms Märchen. Frau Holle, das ist die germanische Totengöttin, Gel oder Helge oder Holle. Interessant, dass der Tod oder die Herrin des Totenreiches im Germanischen damals weiblich gedacht wurde, wie heute noch in Frankreich, Madame Le Mans. Diese Frau Holle ist ambivalent. In den Sagen belohnt sie die, die fleißig sind und akkurat und treu sind und bestraft die, die schlampig sind und untreu sind und so weiter. Und die Frau Holle ist also doch von einem anderen Kaliber als die anderen Märchenhexen und nicht nur ihres mythologischen Alters, sondern eben auch ihrer Funktion nach. Eine weise Frau, eine gerechte Frau, das findet man bei anderen Hexen nicht. Da packte die Hexe Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall
und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren, überkam sie die Ungeduld. Heda Gretel, rief sie, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen. Den in der frühen Neuzeit als Hexen angeklagten Frauen ist tatsächlich vorgeworfen worden, Kinder zu schlachten und zu kochen. Die Erinnerung daran lebt in den Märchen fort. Durchgängig im Grimmschen Märchen und auch im europäischen Volksmärchen ist, dass die Hexen Kinder essen wollen müssen. Das gehört zur dämonischen Vorstellung. Die sind von Haus aus nicht unsterblich, aber wenn sie ein neugeborenes oder möglichst junges Kind sich einverleiben, wächst ihnen die Lebenserwartung dieses jungen Menschenkindes zu. Jakob und Wilhelm Grimm lassen sich ihre Märchen in der kurfürstlichen Residenz Kassel erzählen. Deutschland ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Kleinstaaten zersplittert. Die Grimms sorgen sich um den Verlust deutscher Kultur unter der napoleonischen Fremdherrschaft. Ein einigendes Band lässt sich nur im Rückgriff auf die Vergangenheit finden. Doch über die Wurzeln des deutschen Volkes schweigen sich die Schriften aus. So suchen die Grimms nach einer anderen Art der Überlieferung. Für die Grimms sieht die deutsche Realität düster aus. Ihre Sehnsucht richtet sich auf ruhmreichere Zeiten. Die Romantik lässt das Mittelalter in künstlichen Ruinen wieder auferstehen. Die Grimms aber greifen auf die schlichten Märchen des Volkes zurück. Niedergeschriebene Märchen gibt es zu ihrer Zeit längst. Doch als erste behaupten die Grimms, dass diese Kunstmärchen keine individuellen Erfindungen von Dichtern sind, sondern ein kollektives Gut. Und am Anfang, und das steht zum Beispiel noch im Vorwort zu den Grimmschen Märchen, sah man auch die Märchensammlung durchaus in einem nationalen Sinne als ein Vehikel, um eine deutsche Identität zu schaffen. Im Vorwort zu der Märchensammlung 1812 heißt es zum Beispiel: In all diesen Märchen liegt lauter urdeutscher Mythos, den man für verloren geglaubt. Die Grimms graben nach dem unverfälscht Deutschen. Doch die wahre Herkunft ihrer Märchen ist verworren. Es ist mit den Märchen der Brüder Grimm anders, als man in der Regel glaubt und anders, als man jahrzehntelang fest überzeugt war. Nämlich, es ist nicht so, dass die Brüder Grimm eben märchensammelnd über Land gezogen wären. Tatsächlich waren die Brüder Grimm knapp 20, als sie anfingen zu sammeln. Sie waren schüchtern, hatten kaum Talent, mit älteren Leuten umzugehen. Da gibt es Zeugnisse, dass sie nicht zum Erzählen bringen konnten. Also kamen Märchenerzählerinnen vor allem zu ihnen an den Schreibtisch sozusagen, und das waren junge Damen des gehobenen Kasseler Stadtbürgertums. Die meisten waren französischer Herkunft, abstammend von Hugenotten. Auch das Märchen von Hänsel und Gretel hat französische Wurzeln. Es ist die Geschichte vom kleinen Däumling, der sich in ein unheimliches Haus verirrt. Dort geht die Bedrohung von einem männlichen Riesen aus. Erst in der Fassung der Brüder Grimm wird aus dem französischen Menschenfresser die deutsche Hexe. Kriech hinein, sagte die Hexe, und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, und sprach: Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Dumme Gans, sagte die Alte, die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Puh! Da fing sie an zu heulen, ganz grauslich. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen.
Also das ist ganz konsequent in Grimms Märchen durch die Überlieferung, nicht durch die Brüder Grimm. Staatsverräter werden gevierteilt, Hexen werden verbrannt, Diebe werden gehängt. Das ist genau nach der Carolina, also die spiegelbildlichen Bestrafungen. Und sie wären ja nun ihrem Ideal untreu geworden, das ausgerechnet zu streichen oder zu mildern und sagen, nee, das ist eben die Realität früherer Zeiten, die auch in die Märchenaufnahme findet. Im Märchen von Hänsel und Gretel scheinen die Scheiterhaufen der großen europäischen Hexenjagd durch. Da sind im 16. und 17. Jahrhundert an die 60.000 Menschen zum Opfer gefallen. Die Anklänge an diese grausame Realität sind den Brüdern Grimm oft vorgeworfen worden. Ihr Märchen wird sogar mit einer noch weit schlimmeren Verfolgung in Zusammenhang gebracht, in dem Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Also ich meine, das Märchen von Hänsel und Gretel ist natürlich für uns Deutsche ein sehr schwerer Stoff. In der polnischen Rezeption der Kinder- und Hausmärchen nach 1945 hat es durchaus Gleichsetzungen gegeben, die gesagt haben, das Verbrennen der Hexe ist gleichzusetzen mit den Krematorien in Auschwitz und anderswo in Polen. Und man hat die Kritik am Faschismus, die sehr stark auch auf die deutsche Kultur, auf die Wurzeln der deutschen Kultur dann rekurriert haben. Das hat man sehr stark auch am Thema Grimm versucht festzumachen. Und es gibt also durchaus eine Reihe von Zeitungsartikeln, die das Verbrennen der Hexe im Grimmschen Märchen ebenso verallgemeinert als einen Charakterzug der deutschen Kulturgeschichte sehen, eben von Grimm bis zu Hitler. Der Vorwurf, die Brüder Grimm seien Wegbereiter Hitlers, ist unhaltbar. Die Grimms denken national, aber nicht nationalistisch. Sie verfechten nicht die Überlegenheit der Deutschen, sondern deren Eigenständigkeit. Dennoch werden ihre Ideen in späterer Zeit vielfältig gebraucht und missbraucht. Die Suche der Grimms nach der altgermanischen Hexe löst ein starkes Echo aus. Als besonders dramatisch erweist sich das während der nationalsozialistischen Herrschaft. Was damals geschieht, ist eines der mysteriösesten Kapitel in der Geschichte des Dritten Reiches. Erst gegen Ende des Zweiten Weltkrieges dringen Spuren davon ans Tageslicht. Am 12. Januar 1945 begann die lang erwartete Offensive der Roten Armee zur endgültigen Befreiung meiner polnischen Heimat. Schon wenige Tage später konnten unsere Truppen die Weichsel überschreiten. Die Deutschen kämpften wie die Teufel, doch gegen die Übermacht der sowjetischen Truppen konnten sie nichts mehr ausrichten. Die Rote Armee hatte die Gegend um Schlesiersee erst vor wenigen Stunden eingenommen. Da schickte mich die polnische Exilregierung hierher, direkt an die Frontlinie. Wir wussten, dass hier wesentliche Teile des Reichssicherheitshauptamtes lagern. Wir kannten auch den Tarnnamen des Objektes, Brabant 1. Die streng geheimen Akten konnten kriegsentscheidende Informationen enthalten. So geriet ich als Zivilist, als Bibliothekar der Universität Poznan, mitten in die Schrecken des Krieges. Durch nichts war ich auf das vorbereitet, was ich finden würde. In Schlesiersee, dem heutigen Slava, lagern die Bibliothek und die geheimen Akten des Reichsführers SS Heinrich Himmler. In den letzten Kriegstagen ist die SS hektisch dabei, die Beweise für ihre Taten zu vernichten. In letzter Minute haben die Deutschen vergeblich versucht, die Archive zu verbrennen. In Schlesiersee bleiben 140.000 Bücher und Dokumente erhalten. Was der polnische Bibliothekar findet, ist ebenso brisant wie rätselhaft.
Er stößt immer wieder auf ein Wort, das nicht in die Gegenwart zu passen scheint. Das Wort Hexe. Das Wort Hexe. In den Akten, die ich zu retten versuchte, fand ich grauenhafte Berichte über gefolterte Hexen. Der Tod dieser Frauen lag Jahrhunderte zurück. Ich versuchte zu verstehen, weshalb die SS diesen Aufwand getrieben hatte. Mich erfasste Grauen bei der Vorstellung, dass sich die SS auf diese Weise Inspirationen für ihr eigenes blutiges Handwerk verschafft hatte. Zehntausende Karteiakten entdeckt der polnische Bibliothekar. Sie enthalten die Namen von Hexen und Henkern, Denunzianten und Richtern. Akribisch sind Methoden der Folter erfasst, die erpressten Geständnisse, die Art der Hinrichtung. Der Bibliothekar glaubt, auf eine Abteilung der SS gestoßen zu sein, die die Foltermethoden früherer Zeit systematisch in den Konzentrationslagern angewendet hat. Die Geheimdienste der Ostblockstaaten befassen sich nach Kriegsende mit den mysteriösen Akten ohne Ergebnis. Danach gerät das Hexenarchiv der Nazis für lange Zeit in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren haben Forscher begonnen, Licht ins Dunkel des sagenumwobenen H-Sonderauftrages der SS zu bringen. Der persönlich von Heinrich Himmler ausgeteilte Sonderauftrag zur Erforschung der Hexen, kurz H-Sonderauftrag des Reichsführers SS, wird im Frühherbst 1935 initiiert. Das sind Karteiblätter, wo jeder einzelne Hexenfall, insofern er einzeln nachweisbar ist, aufgeführt wird. Diese Hexenkarten sind nie in der Öffentlichkeit sichtbar gewesen. Sie waren ein Geheimprodukt des Reichsführers SS, der speziell für diesen Sonderauftrag entwickelt worden war. Es sollte niemand wissen, was hinter diesem Sonderauftrag steht, welche Figur der Initiator war, solange nicht die letzte Hexenakte ausgewertet war. Der Hexenkult Himmlers und seiner SS speist sich aus irrationaler Sehnsucht und tiefem Misstrauen gegenüber der modernen Welt. Europa erscheint nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wie ein einziges Grab voll toter Menschen und toter Illusionen. Die Suche nach einem Halt in der Vergangenheit fördert Naturdenkmäler wie die Externsteine im Teutoburger Wald zutage. Die gelten völkisch gesinnten Deutschen nun als ein vom Christentum zerstörtes germanisches Heiligtum. Okkultistische Bewegungen erhalten in ganz Europa großen Zulauf. Die folgenreichste dieser Sekten wird in England unter dem Namen Wicca gegründet. Diese neue Hexenreligion erhebt den Anspruch, Erbe eines heidnischen Hexenkultes zu sein, älter noch als das Christentum. Ihre Anhänger beten zur großen Mutter und zu einem gehörnten Gott, den die Christen Teufel nennen. Bald zieht es die Wicca auch nach Deutschland. Der Brocken im Harz, Ort der Walpurgisnacht in Goethes Faust, wird zu einem heidnischen Wallfahrtsort. 1932 reiben englische Parapsychologen auf dem Brocken einen Ziegenbock mit Blut und Honig ein und murmeln Beschwörungsformeln. Sie wollen herausfinden, ob an dem alten Glauben etwas Wahres ist. Das Schlimmste war, dass sie das sehr ernsthaft betrieben, vielleicht als eine Art politisches Theater, als antireligiöse Machtkonzentration. Was die pränationalsozialistischen Bewegungen in den späten 1920er Jahren betrifft, glaube ich, dass sie grundsätzlich antireligiös waren. Weniger harmlos als der Wicca-Kult ist der Geheimorden des englischen Satanisten Aleister Crowley. Als vermeintlicher Erbe der früheren Hexen verehrt Crowley im Teufel das Böse. 1925 kommt es im thüringischen Weida zu einem Treffen internationaler Okkultisten. Dort lässt sich Crowley zum Weltheiland und zum großen Tier 666 ausrufen. Das ist die biblische Verschlüsselung für den Satan. Organisiert haben das Treffen deutsche Anhänger von Crowley.
Schon wenig später ändern sie jedoch ihre Meinung. Einem anderen gebührt in ihren Augen der Rang eines wahren Weltheilands und Hexenmeisters, Adolf Hitler. Statt Crowley verehren sie nun den charismatischen und dämonischen Führer der NSDAP mit religiöser Inbrunst. Es ist eine interessante Melange aus Sekte, sektiererhaften Erscheinungen. Jeder behauptet natürlich von sich, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Man pocht auf das Recht, Geschichte neu interpretieren zu müssen. Die historischen Hexen werden als Zeugen gegen das den Nationalsozialisten verhasste Christentum angerufen. Der Mythos von weisen Kräuterfrauen und rothaarigen Germaninnen entsteht. 9 Millionen dieser Frauen sollen die Inquisitoren gefoltert und getötet haben. Es ist die Zeit, wo sich dieses negative Hexe aus den Grimms Märchen hin zur Opferfigur wandelt, und diese Wandlung scheint in Deutschland auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Mathilde Ludendorff erhebt als erste die Hexen zum Thema völkischer Propaganda. Sie ist die Ehefrau des preußischen Generals Erich Ludendorff, eines Wegbereiters Adolf Hitlers. Die Ludendorffs wollen eine deutschgläubige, antichristliche Religion begründen. Sie hoffen auf Hitlers Unterstützung. Doch die neuen Machthaber haben nach ihrem Sieg 1933 andere Pläne. Hitler inszeniert seine eigenen germanischen Heldenkulte. Die einstigen Weggefährten sind ihm bei seinem Versuch im Wege, die Geschichte neu zu erfinden. Zur totalen Herrschaft über Deutschland gehört für Hitler auch die Herrschaft über die Vergangenheit. Heidnische Hexenverehrung passt nicht in sein deutsches Mittelalter. Dennoch wuchern die okkulten Ideen im Lager der Nationalsozialisten fort und gewinnen mächtige Anhänger. An der Spitze steht eine der verbrecherischsten Gestalten des Dritten Reiches, Heinrich Himmler, der Reichsführer SS. Ein Massenmörder, aber auch ein vom Spiritismus Besessener. Er glaubt fest daran, die Reinkarnation von König Heinrich aus dem 10. Jahrhundert zu sein, dem vermeintlichen Gründer des tausendjährigen Reiches. Mit der SS steht dem schwarzen Ritter Himmler der ideale Machtapparat zur Verfügung, um seinen obskuren Ideen nachzugehen. Die Weltanschauung, die Himmler für die SS konstruierte, aufbaute, sollte die Religion protestantisch wie katholisch ersetzen. Er kreiert den Begriff gottlos für die Bezeichnung seiner Gefolgschaft und zwingt mehr oder weniger die Angehörigen seiner Elite, seiner Truppe aus den Gemeinschaften der Kirchen hinaus. Himmlers SS soll nicht nur die militärische Elite des nationalsozialistischen Staates sein, sondern auch die geistige. Die Wewelsburg bei Paderborn dient den hohen SS-Kadern als Ordensburg. Hier schmiedet Himmler an einem Geheimkult unter dem Zeichen der schwarzen Sonne. Die Wewelsburg hat eine düstere Vergangenheit. Im 17. Jahrhundert werden im Hexenkeller angebliche Hexen und Werwölfe eingesperrt und gefoltert. Während der Reichskristallnacht wirft die SS in die gleichen Gemäuer inhaftierte Juden. Dennoch sieht sich Himmler nicht als einen neuzeitlichen Hexenjäger. Er glaubt vielmehr, dass sich über die Generationen hinweg Typologien von unschuldigen Opfern und sadistischen Verfolgern erhalten haben. Die Opfer sind dabei allemal seine Germanen. Am Reichsbauerntag 1935 wird die Blut- und Bodenideologie zur offiziellen Lehre erklärt. Dort gibt Heinrich Himmler aber zugleich den Startschuss für den Hexensonderauftrag. Seine SS-Forscher sollen beweisen, dass die Hexen einer alten heidnischen und arischen Religion gehuldigt haben. Die will Himmler wieder zum Leben erwecken.
Die Rede des Reichsführers SS Heinrich Himmler auf dem Reichsbauerntag im September 1935 ist der einzige öffentliche Auftritt der SS zum Thema Hexe vor einem breiten Publikum. Erstens sagt er, es gibt viele tausende Tote, wir wissen aber nicht, wie viele wirklich. Er möchte eine Zahl beantwortet haben. Zum anderen versteigt er sich in die These, dass hinter den Tätern das Judentum steht. Auch dieses möchte er belegt haben. In der Essenz kann man wohl sagen, dass er meint, dass Hexen die ersten Opfer der Bewegung sind und damit auf die Blutfahne der NSDAP geschrieben sein sollen. Juden wurden nicht als Hexen verfolgt, also müssen sie die Hintermänner der Hexenjagd sein. Wegen dieser irrsinnigen These Himmlers übernimmt der SD, der Geheimdienst der SS, den Haar-Sonderauftrag. Die Abteilung Gegnerforschung des SD ist ohnehin mit den Juden befasst. Die erste Dienststelle der Forscher befindet sich in der Deutschen Bücherei in Leipzig. Eine gute Tarnung für die Geheimdienstler. Von hier aus durchforsten sie die Archive. Bis nach Mexiko und Indien erstrecken sich die Recherchen der 13 hauptamtlichen Hexenforscher. An die 40.000 Karteikarten entstehen. Die SS-Männer gehen dabei streng konspirativ zu Werke. Dieser Auftrag ist geheimdienstlicher Natur. Die Beteiligten arbeiten unter dem Deckmantel von Zivilisten, Studenten. Sie tarnen sich als Heimatforscher. Sie forschen nach ihren eigenen Ahnen, die zufälligerweise immer wieder Hexen sind. Sie arbeiten mit falschen Zeugnissen, mit falschen Ausweisen. Sie besuchen Archive ganz im harmlosen Charakter. Sie führen Schriftwechsel unter privaten Adressen. In den Benutzungsakten tauchen ganz selten Briefköpfe des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS auf. Ziel der geheimdienstlichen Arbeit? Die Gegnerforscher der SS sollen die Strategien der angeblichen Feinde des deutschen Volkes bis in die Vorzeit ergründen und Gegenmaßnahmen einleiten. Leiter der Hexenforschung der SS ist Reinhard Heydrich, Chef des SD und der Gestapo. Heydrich ist ein eiskalter Technokrat, der die wirren, okkulten Ideen Himmlers klammheimlich verachtet. Alles ordnet er seiner Karriere unter und auch die Hexenforschung ist ihm dabei behilflich. Er weiß, wie sehr Himmler von diesem Thema besessen ist. Es ist für Heydrich eine glückliche Fügung, als seine Forscher in der Ahnentafel des Reichsführers SS auf eine 1629 verbrannte Hexe namens Margaret Himmler stoßen. So kann er Himmler seine Unentbehrlichkeit demonstrieren. Die angeblich historisch fundierte Bekämpfung der Juden und anderer Gegner tritt in eine neue, sehr konkrete Phase. Heydrich hat daran großen Anteil. Heydrich deutet in einer Kampfschrift an, 1936 bereits, dass die Wurzeln der Gegner nicht verschwinden, wenn man Organisationen, Parteien, Verbände verbietet, sondern man muss sie ausrotten. Und dieser Ausrottungsgedanke geht dann eben mit in den Holocaust hinein. Die Argumentation, dass die Schädlinge des germanischen Blutes historisch dafür bestraft werden müssen, führt direkt in den propagandistischen Schulungsapparat der SS, der Waffen-SS, der Totenkopfverbände. Nicht einmal der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beendet den Haar-Sonderauftrag der SS. Die Arbeit wird als kriegswichtig eingestuft. 1942 läuft das massenmörderische Programm der SS an. Für den Holocaust, die Endlösung der Judenfrage, bedarf es keiner pseudowissenschaftlichen Alibis. Die Forschung ist längst dem Wahn gewichen, die Mystik dem Mord. Dennoch wird im KZ Sachsenhausen sogar ein Häftlingsaußenkommando eingerichtet, um die Hexenakten auszuwerten.
Die Ergebnisse der Hexenforschung sind aus Nazi-Sicht ein Fiasko. Die Verfolgungen gingen nicht etwa von den verhassten Juden oder Mönchen aus, sondern meist von den zutiefst germanischen Bauern, Außenkommando eingerichtet, um die Hexenakten auszuwerten. Die Ergebnisse der Hexenforschung sind aus Nazi-Sicht ein Fiasko. Die Verfolgungen gingen nicht etwa von den verhassten Juden oder Mönchen aus, sondern meist von den zutiefst germanischen Bauern. Spuren heidnischer Kulte werden nicht gefunden. Die Zahl der hingerichteten Hexen ist weit geringer als erhofft. Trotz mehrjähriger Arbeit an Akten, an Büchern, in Chroniken, in Archiven, Bibliotheken konnte das Hexensonderforschungsteam kein Beleg für die Thesen von Himmler finden. Weder die 9 Millionen belegen, noch die Beteiligung von jüdischen Richtern, Personen, Denunzianten, die in diese Verfahren eingegriffen hätten, in den Verfahren beteiligt waren. Himmlers letzter Auftrag an die SS-Forscher datiert vom Sommer 1944. Sie sollen beweisen, dass der Anführer des Attentates auf Hitler, Graf von Stauffenberg, einen Malefizschenken in der Ahnenreihe führt. Himmler mit einer Hexe, Stauffenberg mit einem Hexenhenker als Vorfahren, das würde den Kreis schließen. Das Deutsche Reich ist bereits ein apokalyptisches Trümmerfeld. Da sucht der Geheimdienst der SS noch immer nach altgermanischen Kulten. Erst der Bombenhagel der Alliierten auf die deutschen Städte setzt einen Schlussstrich unter die Hexenforschung der Nazis. Himmlers Wahnideen scheinen eine isolierte Entgleisung zu sein, in einem Jahrhundert, in dem es für solchen Aberglauben keinen Platz gibt. Doch zur gleichen Zeit geschieht im von Winston Churchill regierten Land des Kriegsgegners Großbritannien etwas Unglaubliches. Dort wird im Januar 1944 die schottische Hausfrau und Geisterbeschwörerin Helen Duncan als Hexe verhaftet. Sie ist zu dieser Zeit das bekannteste Medium in Großbritannien. Zu Beginn der Seance wurde Helen Duncan ins Kabinett hereingeführt und auf einen Stuhl gesetzt, normalerweise bei offenen Vorhängen, sodass das Publikum sie in diesem eigenartigen roten Licht sehen konnte. An einem bestimmten Punkt wurden die Vorhänge geschlossen und Helen Duncan versetzte sich in Trance. Dann öffnete sich der Vorhang. Üblicherweise erschien bei Helen Duncans Seance eine totenbleiche Gestalt, wünschte allen einen guten Abend und stellte sich als Albert vor. Die Teilnehmer wurden dann gefragt, ob sie diese Person kennen, und sehr oft traf das zu. Die Person wurde meist ganz eindeutig identifiziert. Keine vagen Aussagen wie, das könnte mein Vater sein, der im Krieg umkam, sondern die Leute behaupteten sehr emotionell, das ist eindeutig mein Vater, ich habe seine Hand gespürt, ich erkenne ihn an seinem Bart, das ist eindeutig seine Stimme, und kein anderer hätte dies wissen können. Nobody else could ever have known this. Helen Duncan hält ihre Seancen in der Hafenstadt Portsmouth ab, Stützpunkt der britischen Kriegsmarine. Hier laufen die Schlachtschiffe in den Atlantik aus. Hier tummeln sich Spione aller Kriegsparteien, darunter der britische Abwehrdienst MI5. Helen Duncan erregt 1941 zum ersten Mal das Interesse dieser Dienste. Auf einer Seance gibt sie militärische Geheiminformationen preis, von denen sie eigentlich keine Kenntnis haben darf. And that the story goes.
Die Geschichte besagt, dass Helen Duncan bei ihren Seancen ein sogenanntes Ektoplasma produzierte. Und damit beschwor sie den Geist eines Matrosen, der mit dem britischen Kriegsschiff Barnum gesunken war. Die Barnum war ein Schiff aus Portsmouth. Zu dieser Zeit versuchte die britische Regierung noch, den Untergang geheim zu halten, bis man einen Weg gefunden hatte, damit umzugehen. Helen Duncan beschwor diesen toten Matrosen. In verschiedenen Versionen der Geschichte handelt es sich dabei um den Ehemann oder den Sohn einer der Teilnehmerinnen an der Seance. Die Frau war überwältigt vom Schmerz, denn sie wusste noch nicht, dass ihr Mann oder Sohn tot war. Sie begann darüber zu reden und die Behörden erfuhren davon. Das MI5-Büro aus London schickte jemanden, um herauszufinden, wer die Geschichte vom Untergang der Barnum verbreitet hatte, die ja niemand außer ihnen kannte. Im Januar 1944 erinnert sich der MI5 des gefährlich-prophetischen Geistes von Helen Duncan. Die Vorbereitungen auf den D-Day, die Invasion der Alliierten in der Normandie, laufen auf Hochtouren. Die britische Spionageabwehr fürchtet, die Geisterbeschwörerin könnte das streng geheim gehaltene Datum des Angriffs öffentlich machen. Fieberhaft wird nach einem Grund gesucht, um Helen Duncan aus dem Verkehr zu ziehen. Den Anlass bietet schließlich ein längst vergessenes Gesetz aus dem Jahr 1735. Dieses Anti-Hexerei-Gesetz, der Witchcraft Act, bildet die Grundlage für ihren Prozess am altehrwürdigen Old Bailey in London. Das Schöne am Witchcraft Act ist, dass man eigentlich nur beweisen muss, dass jemand versucht hat, die Geister der Toten herbeizurufen. Hatte man das getan, war man schuldig. Genau das ist Helen Duncan passiert. Sie wird für schuldig befunden, Totenbeschwörungen in betrügerischer Absicht vorzutäuschen. Allein aufgrund eines Anti-Hexerei-Gesetzes wird Helen Duncan zu 9 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung und ohne Strafverkürzung. Ein Justizskandal. Es ist der letzte europäische Hexenprozess. Doch das Thema Hexen ist auch damit noch längst nicht von der Landkarte verschwunden. In Deutschland regiert nach dem verlorenen Krieg das Chaos. Allgegenwärtig ist der Kampf um die nackte Existenz, ähnlich wie in früheren Jahrhunderten. In den Städten herrscht die Verwüstung, ebenso in den Köpfen der Menschen. Ist die Welt aus den Fugen. Flüchtlinge, Fremde sorgen für Misstrauen. Reiche werden arm und Arme werden reich, oft über Nacht und scheinbar auf unerklärliche Weise. In der Lüneburger Heide ist der Aberglaube von jeher besonders tief verwurzelt. In den Nachkriegsjahren erhält er neue Nahrung. Wenn die Bauern vor einem Rätsel stehen, ist ihre Erklärung oft einfach. Dahinter müssen die Hexen stehen. Diese schockierende Erfahrung macht damals der Volkskundler Joska Pinchovius. Ich war beauftragt, hier eine volkskundliche Landesaufnahme zu machen, ein Intarsienmöbel aufzunehmen oder bäuerliches Entrieur, alles. Und da komme ich plötzlich in solche Hexenfälle herein und merke also plötzlich, mit wie viel Angst die befrachtet sind in welchen Glaubensbindungen die Menschen sich da noch befinden. Ich kann nur an einen Fall erinnern, wo mir ein Bauer sagte, ja, also da war eine Frau, die hier Schaden uns zugefügt hat und dann brannte sie ab und dann war wieder und zog weg und dann war wieder Ruhe im Dorf. Also dieses brannte ab hat mir dann doch schon zu denken gegeben. Andere Fälle hat man, zum Beispiel der Fall in Barum, hat man eine ganze Familie ins Irrenhaus gebracht und dann war da auch Schluss.
Ein besonders tragischer Fall spielt sich 1950 in dem Heidedorf Barum ab. Dort hat es der Bauer Johannes Bading gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter Irma zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Er gilt im Dorf als Emporkömmling, der Erfolg wird ihm geneidet. Da beginnt es auf seinem Hof zu spuken. Da ist eine unterbäuerliche Familie, denen es sehr gut geht im Dorf, die schon ein Auto fahren und die anderen Bauern haben noch keins. Sie haben schönes Frotti auf der Leine hängen. Sie haben, die Tochter darf sich Schmuck kaufen und trägt auch diesen Schmuck. Ist ein lebensfrohes Mädchen. Und da passierte plötzlich ein Unglück im Haus, nämlich dass eines seiner Pferde an Hufrolle litt. Das ist so eine Pferdekrankheit. Und da wusste er sofort, ich werde behext. Jede Nacht lauert er den Hexen auf. Dennoch stirbt das Pferd an der Krankheit. In den Dörfern herrscht eine mittelalterliche Glaubenswelt vor. Hexenbanner bieten ihre Dienste feil. Das sind umherziehende Frauen und Männer, deren Rezepte gegen Teufelsspuk über Generationen hinweg vererbt worden sind. Und er ging zu einem Hexenbanner. Und der gibt also jetzt folgende Anweisung, alles verkleben, dicht machen, keinen auf den Hof lassen und keinen ins Haus lassen. Und er gab einen verhängnisvollen Satz. Er sagte, und das ist typisch für diese Hexenbanner, der Erste, der nach meinen Zaubermaßnahmen hier auf den Hof kommt, der ist es. Und das war die beste Freundin. Und jetzt stürzte sich diese Familien auf diese Freundin, die überhaupt gar nicht ahnte, was passiert ist, und verwies sie des Hofes. Die erzählte es im Dorf herum und nun war es natürlich allgemein bekannt und jetzt baute es sich auf. Weil die Staatsmacht den Bauern Bading vor dem Teufel nicht schützt, greift er zur Selbstjustiz. Mit Stock und Schaufel schlägt er vermeintliche Hexen ein. Jetzt kommt es zum Prozess. Die Richter sind hilflos angesichts der Hexengläubigkeit im Dorf. Paragraphen gibt es dafür nicht. Die Familie Bading wird ein Fall für die Psychiatrie. Vor allem der lebenslustigen Tochter Irma setzt der Verfolgungswahn zu. So sehr auch der alte Bading aggressiv gegenüber der Dorfbewohnerschaft war, vor allen Dingen war sie ja das Opfer, denn sie suchte ja die Freunde. Sie war ja befreundet mit den anderen jungen Leuten da. Und nun war sie plötzlich völlig isoliert. Es brach ja für sie eine Welt zusammen. Aus, nicht? Die Freundinnen wandten sich von ihr ab, die Jungs wandten sich von ihr ab. Es brach alles zusammen und das hat sie nicht verkraftet. Dieses Mädchen zerbrach völlig und wurde dann in die Landesheilanstalt angewiesen. Der Vater zur Untersuchung über auch. Die starb bald, die Mutter starb auch bald und diese Irma Bading blieb übrig und hat ihr ganzes Leben in einer Landesheilanstalt zugebracht. Bis weit in die 70er Jahre hinein verkaufen Dorfapotheken in Deutschland mit großem Erfolg Enthexungsmittel, aber auch Flugsalben und andere Relikte des Mittelalters. Der alte Menschheitstraum vom Fliegen verbindet sich ebenso mit den Hexen wie die Angst vor Krankheiten und Unglück. Die Hexen sollen als Ausgeburt des absolut Bösen gebändigt werden. Doch auf ihre Kunst, die ungewisse Zukunft vorherzusehen, möchte niemand verzichten. Nach dem alten Volksglauben fliegen in der Walpurgisnacht die Hexen zu ihrem Tanzplatz auf dem Blocksberg, den Brocken im Harz. Die Nacht auf den 1. Mai begehen alljährlich tausende moderner Hexen. Den Schrecken der Vergangenheit ersetzen sie durch das positive Bild der Hexe, die die Fesseln des Verstandes abstreift. Doch die Namensgeberin für die Walpurgisnacht ist die heilige Walpurga, eine Beschützerin gegen die Hexen. Die meisten alten Überlieferungen sind heute vergessen. Das wahre Bild der Hexe rührt an die tiefsten Ängste und die geheimsten Wünsche. Die große Frage nach den Ursachen von Leiden und Tod ist so alt wie die Menschheit. Die große Hoffnung, die natürlichen Grenzen zu überschreiten, führt seit Urzeiten in den Glauben an die Magie. Kumalishina kumai,
Es ist das älteste Rätsel der Welt. Bis heute ohne Antwort. Kumale China Kumale.